Aha, auch oldschool mit analogen Effektgeräten unterwegs. Fürs nötige Vintage-Feeling könnt ihr euch externe Effekte auch in Cakewalk einbinden. Dazu müsst ihr natürlich euer Effektgerät mit eurem Audio-Interface verbinden. Dessen Ausgang in einen geeigneten Eingang eures Audio-Interfaces und den Eingang des Effektgerätes in einen eurer Ausgänge eures Audio-Interfaces. Handbuch zu Rate ziehen. RTFM. Ja, Microsoft hat damals einen ganzen Artikel darüber geschrieben, über Read the fucking Manual. Macht es einmal. Und in Cakewalk macht ihr dann folgendes. Im Browser nehmen wir uns den Effekt hier. Externer Insert. Den ziehen wir in unseren Effektkasten einer Audio- oder Instrumentenspur. Oder von mir aus auch in einen Bus. Geht genauso. Also in diesem Fenster hier wählt ihr hier unter Send aus, an welchen Ausgang das Signal geschickt werden soll. Und hier unter Return, an welchen Eingang das Signal zurückkommen soll. Eine Phasendrehung könnt ihr hier vornehmen und mit dem Regler hier noch Ein- und Ausgangssignal verstärken oder abschwächen. Ich würde euch aber empfehlen, dass ihr das über die Gain- und Lautstärkenregler eures Effektgerätes macht. Und da oben wird übrigens die von Cakewalk gemessene Verzögerung des Signals angezeigt. Und unter Plus, Minus hier kann ich die für die Wiedergabe kompensieren. Kann nämlich total nerven, wenn die Verzögerung hörbar wird. Und wichtig, wenn ihr dann später euer Projekt exportieren oder den Track einfrieren wollt, müsst ihr vorher entweder mit einem Rechtsklick auf den Freeze-Button unter Einfrieroption Render in Realtime aktivieren, also falls ihr den Track einfrieren wollt. Und wenn ihr es direkt beim Exportieren rendern wollt, dann hier bei den Exportoptionen Render in Realtime und Live-Eingang aktivieren. Und die meisten von euch werden jetzt merken, wie furchtbar umständlich das mit externen Effekten ist und werden nach dem ersten Ausprobieren die nie wieder nutzen. Ja, und so einfach ist es. Genauso wie das hier oder das hier.